privatisiere hier ein wenig, ja. So geil. Ja, also ich war eben am See, am Teufelssee, ja. Ja, was soll ich sagen? Dann kommt so ein Forstauto vorbei. Ich sage zu denen, ihr könnt ja die Flaschen hier mitnehmen. Da fahren die einfach weiter. Ja, also ich weiß nicht, was die Gemeinde sich hier einbildet. Ja, die Gemeinde Sediner See, meine ich. Ja, ich habe zum Beispiel erfahren, dass das ja nicht, dass die in 2 Jahren zu Michendorf gehören oder zu Belitz. Dann hat sich das ausgemeindet mit euch roten Dreckspack, Mann. Ja? Ey, kann das ja nicht fassen, was die sich hier einbilden. Und mit mir machen die Stress. Geil. 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 Immer wieder nur geil. Ja? Ich weiß auch den, das ist also, also mir fehlt da fast die Sprache, ja. Ich rufe da gleich mal an, da bei dem Förster, und frag mal, warum die da die Flaschen nicht mitgenommen haben. Ja, dieses eingebildete Pack hier kotzt mich dermaßen an, ja. Ist unglaublich, was die sich hier einbilden. Der Bürgermeister kann ja auch einpacken, dann ist er kein Bürgermeister mehr, ja. Dann ist er bloß noch ein kleines Arschloch und nichts anderes. Ihr müsst euch mal vorstellen, man kann ja hier wählen. Ich gehe auch wählen. Solange bin ich auf alle Fälle noch hier. Ja? Alleine schon aus Trotz. Aus Trotz. Ja? Also mir ist das jetzt egal. Ich rufe jetzt sowieso gleich beim Internationalen Bund an und sage erstmal ab, weil ich lege auch nicht mehr aus. Ja? Ich sehe das ja nicht ein. Ich habe jetzt hier kein Pfennig Geld, nur weil ich ausgelegt habe. Ja, diese Verbrecher, Mann. Ja, tun immer so, als ob sie ihr eigenes Geld verwalten da. Ja? Ist aber nicht euer Geld, ihr Arschlöcher. Ja? So heißt es, Geld der Allgemeinheit. Ja, und nicht euer Geld. Ja, ihr Arschlöcher, Mann. Ja, so. Ja, bin ich sauer, sag ich ehrlich. Das erfährt man denn da alles so nebenbei, ja? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Und dann machen die hier so einen Affen. Die hausen in eine Container da, die Gemeindeverwaltung. Die präzise auch in eine Container. Die haben hier noch nicht mal ein Rathaus. Machen aber einen Affen. Ja, die haben sie mit dem Falschen angelegt, ganz einfach. Ja? Ganz, ich finde es unmöglich, wie die mit Menschen umgehen. Ganz einfach. Ja? Alle tun so, als ob sie einem helfen wollen, wollen sie ja nicht. Ja? Die wollen einen nur loswerden. Ja? Was anderes wollen die nicht. Und das reicht mir jetzt. Ich weiß zwar nicht, was die Gemeinde hier gegen mich hat, ja? Aber okay, naja, gut. Ich kann nun mal keine Roten leihen. Ja, ich mag dieses rote Dreckspack nicht, Mann. Ja? Pro DDR kann man hier wählen. Muss man sich mal vorstellen. Pro DDR, wie krank ist denn das? Ja? Und der Bürgermeister ist mir scheiße, ja, sag ich mal. Also ich rufe bei der Frau Preuß nochmal an. Ja? Das mache ich. Und ich werde ihr sagen, ich werde dir klipp und klar sagen, dass ich gerne hier wohnen will, Mann. Ja? Und wenn, dann privat. Ja, aber doch nicht, was ist denn das für eine Scheiße hier, Mann? Wie die mit mir umgehen. Ja? Nee, auch die Frau vom Jobcenter da, ja. Ich weiß genau, das ist eine Ermessensfrage. Ich bräuchte da keine Beweise vorlegen wegen der Fahrscheine. Trotzdem wollen die von mir Beweise haben. Ja, von mir wollen sie immer Beweise haben. Die sollen doch erstmal beweisen, dass sie für mich mal tun. Ja, das sollen sie doch mal beweisen. Na, was machen sie? Na, das Gegenteil. Sie drangsalieren nicht. Und nerven nicht. Obwohl es nicht sein müsste. Ich sag nur Frau Preuß, ich soll warten. Ja, hab ich doch gemacht. Ich hab doch gewartet. Und was heißt denn hier 5% Bonität? Was denn das für eine Scheiße, Mann? Glauben die, ich lebe hinterm Mond? Glaubt ihr das? Dass ich hinterm Mond lebe? Nee, seid mal sicher, ich lebe nicht hinterm Mond. Und bei der nächsten Eigentümerversammlung bin ich auch dabei. Werd doch mal sehen, was ich dafür. Ah, da freut man schon drauf. Geil. Präzise hat keine Wohnung. Die haben keine Wohnung, ja. Stimmt doch alles ja nicht. Klar habt ihr Wohnung.
Ja, geht mir nur Scheiße, Mann. Okay, das reicht jetzt. Ich hab ihn auch geschimpft. Muss wieder gut. Ich muss ja schließlich noch mich da um die Forstleute kümmern. Das mache ich jetzt auch, ja. Weil es kann ja nicht sein, dass die Müll da liegen lassen. Okay, ciao.